Hallo und herzlich willkommen zurück zur 200. Also, was heißt zurück? Hallo und herzlich willkommen zur 234. Folge von Project Unstable 3. Heute mal wieder ganz normal. Ich hatte mir einfach gedacht, zum April, da kannst du mal das machen, was du auf YouTube verabscheust. Ich hab's ja, das ganze Video hätte ich nicht durchgehalten. Also, entweder meine Stimme hätte es nicht durchgehalten, oder, also, die Idee kam mir einfach viel zu spontan. Ich habe 10 Minuten Folge aufgenommen. Also nicht 10 Minuten, 5 Minuten. Da habe ich ein bisschen gelabert gehabt und da habe ich mir gedacht, Moment, eigentlich könntest du ja so eine Scheiße bauen. Habe ich gemacht. Nee. Es kam relativ gut an, aber keine Angst. Also praktisch der Spaß kam gut an. Aber das wird nicht die Regel sein. Das ist alles, was ich auf YouTube verabscheue. Das Thumbnail, ich habe. Wisst ihr, wie schwer es ist, diese Emojis von WhatsApp irgendwie in einer annehmbaren Auflösung zu finden? Das ist alles verpixelt. War schlimm. Ich weiß nicht, wo die jetzt alle mehr haben. Egal. Gibt es wahrscheinlich schon vorgefertigt. Was weiß ich. Ja, so. Das war das. ja. Mir hat es sau Spaß gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ich feiere das immer noch. Dieses ganze Zoom und Schnitt und was ich da gemacht habe. Also, ich meine, es war sogar zu übertrieben, um es ernst zu meinen, was tue ich hier. Von daher. Wir haben ja danach noch was ein bisschen geredet, so, also praktisch, ich habe nochmal erzählt, was da YouTube von mir wollte, da von wegen, wie ich meinen Channel verbessern kann. Was im Endeffekt ja nur war, wie machst du es genau wie die anderen Mainstream-YouTuber, die einfach nur auf dieser Welle mitschwimmen? Ich hätte noch einen Kreis drauf machen müssen auf das Thumbnail. Gott im Himmel. So, Mensch. Ja, so. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich hab's vergessen. Also, okay. Wir haben das letzte Mal ein. Wo ist er? Super Builderswand gemacht. Indem wir den gecraftet haben wie den ganz normalen Builderswand. Und wir haben uns das Kikoku. 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 Gemacht und haben das auch mal ein bisschen enchanted mit Unbreaking, Sharpness, Wrath, Disarming, Binding, Vampirism, Educational und Backstabbing. Also wir machen einen durchschnittlichen Schaden, also praktisch normaler Schaden sind 19,5. Heißt jedenfalls, das ist der Armor Piercing Damage. Okay. Der da jetzt angezeigt. Ich kann mal, was passiert, wenn ich das jetzt ganz schnell schlage. Da haben wir ein DPS von 24. Theoretisch fliegen müsste ja auch drauf gehen, ne? Es macht immer das Gleiche. Okay, also nur der Crit Damage hat ein bisschen mehr gemacht jetzt. Ist das jetzt 10.000 mal besser? Na, Moment. Das Ding macht 12. Das ist schlechter. Aber das kann fliegen. Macht's 28. Warum geht das nicht da drauf? Was? Nee. Schade. Okay, dann nicht. Also, damit dürfen wir auf jeden Fall durch Rüstung kommen, weil es macht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, macht es Void Damage. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall alles Mögliche töten können damit. Auch theoretisch Creative Spieler. Theoretisch, ich weiß gar nicht. Wir haben ja hier Odin Ring mit drin. Und der beschützt uns ja vor Void. Wir können ja im Minus sein wie sonst was, wir sterben nicht. Wir würden unendlich fallen. Wahrscheinlich bis das Spiel uns rauswirft oder was weiß ich. Bis das Spiel sagt, okay, nicht weiter und du stirbst jetzt, keine Ahnung. Naja, egal. Genau, die beiden Dinge haben wir gemacht. Mehr nicht. Haben wir irgendwas anderes gemacht? Nee. Muss ich gerade überlegen. Nee. Okay. Ach, Mensch. Es tut so gut, endlich mal zu wissen, dass man nicht irgendwie rumschreien muss. Auch wenn ich vorhin schon Spaß mit Boromir hatte zum Thema. Also, es sind ja heute sau viele April-Scherze wieder gewesen. Also, gestern. Das will ich jetzt hier eigentlich gerade tun. Moment, Moment, ich sollte mir erstmal überlegen. Wartet. Es hieß mal vor Ewigkeiten schon. Ja,
ich sollte doch mal von Witching Gadgets die Essentia Pump machen, weil ich das in Folge 17 oder so gesagt habe. Sache ist die, klar, das hätten wir machen können und so weiter. Problem ist, ich brauch's aber nicht. Da unsere Jars in der Nähe von der Infusion sind, brauchen wir erstmal keine Essentia Mirror. Die Idee war, dass wir es vielleicht hier hinpacken. Was vielleicht gar keine schlechte Idee wäre, wenn ich es mir gerade so überlege. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre es keine schlechte Idee. Let's do this. Ja, machen wir uns. Das ist gar keine schlechte Idee, wenn ich das so drüber nachdenke gerade. Es ist wirklich gar keine schlechte Idee, das zu machen. Dann können wir nämlich hier hinten das Ding immer benutzen. Und brauchen keine Jars mehr hier dran zu packen, sondern er nimmt dann praktisch hier über Essentia Mirror dann da hinten raus. Ich weiß gar nicht, ob ich die Essentia Mirrors auch kombinieren kann. Also wirklich sagen kann, im Endeffekt, der mehrere Inputs gehen auf einen Output. Das weiß ich jetzt nicht. Müsste ich gucken. So, warte mal. Witching Gadgets. Wo ist es? Da. Was braucht man da nochmal? Erstmal müssen wir es erforschen. Okay. Dann wollte ich noch eben irgendwas erzählen. Ich habe es komplett vergessen. Toll. Jetzt geht das wieder los. Siehst du, kaum schreie ich nicht mehr. Auch wenn das viel zu spontan war. Ich hätte mir da wirklich irgendwas überlegen müssen. Meine erste Idee war ja... Ich kann dir mal sagen, was meine Idee... Moment, das ist falsch. Meine erste Idee war, wir machen... nicht sowas, was ich dann am Ende gemacht habe, sondern Project Unstable, die neue Staffel. Das war meine erste Idee. Wir machen einfach so, sagen, ja, neue Staffel jetzt. Ich gehe also praktisch auf eine Welt und sag dann, ja, hier, neue Staffel, neues Glück, Attacke. Das war so die Idee, dass ich das mache, aber dann leider ist mir das halt auch ein bisschen zu spät noch mit eingefallen. Wodurch ich nicht die Möglichkeiten hatte, das alles so umzusetzen, wie ich mir das dann, wenn, gewünscht hätte. Weil das ist immer das Problem. Ich bin immer so, ich will das dann immer auch perfekt machen und alles schön und was weiß ich nicht. Und das ist das große Problem, was ich habe. Ich will immer, wenn, dass es... Also, es gibt immer noch ein paar Dinge bei dem editierten Ding, wo ich mir sage, okay, das ist... Ach, das muss ich nur craften. Okay, das ist cool. Dann ist das ja ganz einfach. Zwei Bellows, okay, Construct, okay. Wir können das ja sogar beibringen, ne? Machen wir das doch gleich. Das ist ja Chemical Construct, also diese Essentia Tubes brauchen wir ja eh immer mal. Moment, also wir brauchen Quicksilver. Drop. Glas. Das war ein normales Glas, ne? Kein Pain. Hallo? So. Wir brauchen noch ein Goldnugget. Und zwei Eisen. So. Achso, ich hätte nur ein Eisen gebraucht, weil ich tue ja hier. Egal. Safe. Gut. Das hätten wir. Wissfilter wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dass wir das gleich nochmal beibringen. Also ein Gold und Silverwüt. So. War das so rum? Ne, es war andersrum. Verdammt. Okay, dann so. Safe. Okay. Dann haben wir nämlich schon mal ein paar mehr Dinge, die wir jetzt autocraften können, wenn wir sie brauchen. Da oben kommt rein, ich bitte mich. Okay. So. Essentia Tube. Lever. 1, 2. Dann. Aha, nee. Brauchen wir noch Wissfilter. 2 Stück haben wir auch. Wunderbar. So. Great. Hallo. Danke. Manchmal reagiert der da nicht. Das ist immer noch manchmal schwierig. So. Chemical Construct. Arcane Bellows. Haben wir davon welche? Wir haben sogar noch welche. Sehr gut. Alchemical Construct. Essentia Tube. Und haben wir noch einen Hopper? Nein.
haben wir es beigebracht. Ich nehme immer alles mögliche in die Hand. Das ist schlimm. Ich verklick mich immer. Es ist ja auch schon so. Ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht so ein bisschen verfolgt. Im Modded Minecraft. Es sind jetzt schon ein paar Mods auf 1.8 bzw. 1.9 sogar schon geportet. Oder befinden sich im Porting-Prozess. Also es sollte wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Bis wir dann wirklich sagen können, wir haben einen funktionierenden neuen Mod. So, ich weiß nicht, kann ich die Dinger nochmal hier direkt dran packen? Ja, ne? Weiß nicht, ob das funktioniert hatte. Hatte ich die... Nee. Da. Wir machen mal ganz kurz, weil wir probieren mal. Wie los dann? Okay, wir müssen einen Teil dazwischen haben. Das ist ein bisschen doof, aber kann man nicht ändern. Wie machen wir jetzt unten, dass es scheiße aussieht? Kann ich das Ding eigentlich nach unten? Geht nicht. Okay. Sei denn, ich habe mich jetzt verklickt. Nein, okay. Man kann es nicht nach unten platzieren. Das ist schon mal richtig doof. Wie groß ist das Ding da vorne? Zu klein. Ich dachte jetzt, vielleicht können wir es hier irgendwie nach hinten machen, sodass es nicht ganz so scheiße aussieht. Ach, das wird doch nichts. Sieht alles doof aus, egal wie ich das jetzt mache. Ja, so. Na, so. Wir wollten ja vielleicht auch noch ein paar Rezepte hier irgendwie dann mal automatisieren irgendwann, aber naja, kann man dann machen. So, das Ding dürfte jetzt einen Sack schnappen. Also. Immer noch null. Ah, oder zieht das erst rein, wenn es wirklich braucht. Es kann auch sein, dass es... Wir probieren es erstmal so. Bevor ich jetzt irgendwas mache, wir probieren es mal so. Essential Mirror. Mirror Glass. Na komm. Na komm. Mirror Glass. Quicksilver. Hallo. Also, ich weiß nicht, ob das Minecraft, also unser Server ist, der im Moment so sehr leckt. Oder ob das andere Gründe hat. Ich habe keine Ahnung. Aber im Moment ist es sehr schlimm, mit irgendwas zu interagieren manchmal. So, Permutatio, Ether und Aqua. Aqua haben wir genug für zwei. Davon nochmal zu wenig. Es ist wirklich so ein bisschen laggy, ist es. Aber. Überhaupt nicht. 50 Millisekunden Update-Zeit haben wir trotzdem. Jetzt sind wir noch 36, jetzt sind wir 50. Egal. Aber besser, als wenn der Server abnehmen würde. So. Was war's letztlich? Ich hab's vergessen. Ether. Davon dürften wir genügend haben. Ja. Okay, also noch ein bisschen Permutatio. Das heißt, die ging nicht. Kupfer hat mir zu viel drin. Moment, was? Ist Bronze? Nee. Okay, warte. Ich schmeiße neuerdings immer alles raus aus dem ME-System, das ist schlimm. Permutatio, wo bist du? Da bist du. Kupfer, 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 Quicksilver. Nehmen wir Chimerit. Chimerit. Das geht. Haben wir, davon haben wir, okay. Das Ding hat 3 pro. So. So, ciao. Das sollte das jetzt auffüllen und das hier. Also 16, wir haben das Ding auf jeden Fall voll. Weil wir haben 16 reingeschmissen. Das heißt, wir machen
48, das heißt, wir haben 16 zu viel. Das heißt, wir wandeln jetzt 16 da hinten mal um. Das ist verbunden, zeigt mir aber das Ding nicht mehr an. Okay, aber es ist verbunden, wenigstens etwas. So, wie sieht's aus? 22, gut. Natürlich schmeißt du die Enderperle. So. Dann walte dein Samtes. Sollte ja relativ schnell gehen. Ich bin mal gespannt, also das neue Soundcraft, also das, was für 1.8 da war. Ich glaube ein 1.9-Port. Ich habe Blacky noch nicht gefragt. Ich musste immer fragen, ob der 1.9-Port schon da ist. Es war so, dass man auch praktisch so Booster und alles mögliche, also man konnte die Infusion wirklich noch wesentlich mehr beeinflussen, als es jetzt der Fall ist. Naja, bin ich mal gespannt. So, ein Hammer. Auf ein neues. Aqua haben wir noch genug, ja. Okay, go. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher der Lag kommt. Meine Verbindung ist es nicht. Ich habe auch Ewigkeiten nicht mehr geguckt, ob der Server irgendwelche Warnungen von sich gibt. Okay, gibt keine Probleme. Ich gucke nur immer mal, seitdem wir die Probleme haben, gebe ich das ab und zu mal ein. Meist vor der Aufnahme oder nach der Aufnahme nochmal. Um zu gucken, ob es irgendwelche Probleme beim Weltspeichern gab. Weil das war das letzte Mal unser Problem. So, wir haben zwei Sensor Mirror. Packen wir einmal hier hin. So, jetzt haben wir den gelinkt. Dann nehmen wir hier hin. Das klappt. Das klappt. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein bisschen Torches reinballern für ein bisschen mehr Automatisierung, für ein bisschen mehr Lux, dann dürfte das jetzt gleich hier ankommen. Dürfte das hier gleich ankommen. Beziehungsweise da war noch Lux drin und ich bin jetzt zu dämlich gewesen und hab das jetzt. Fuck. So. Ich meine, verdammt. Jetzt habe ich wieder. Okay, also dieser Loki-Ring, ne? Es ist manchmal schwierig. Es würde sich auch. Dürfte sich aber ab der 1.9 ändern. Ich packe mal das Ding hier in die Mitte. Dann sollte es theoretisch die noch mitnehmen können. So rein vom Logischen her. So, Moment. Da. Es dürfte gehen, laut meiner Rechnung. Halt, wir kommen an die Dinger hier hinten nicht ran. Das heißt, eigentlich müssten wir wirklich mal die Wand irgendwie erweitern. Aber, ja. So, also ein Mirror kommt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeug ran. Ich klatsche jetzt einfach mal hier oben hin. Ist ja egal. So, das heißt, wir brauchen das dahinter gar nicht. Ist ja schon mal sehr gut. Das heißt, wir können theoretisch, wenn wir jetzt ein Crafting-Rezept machen würden, können wir das praktisch das Ding hier auch hier hinstellen. Wir können praktisch dem ME-System sagen, ja, pack's da rein. Und dann exportiert es das praktisch hier in das Interface oder was weiß ich. Ein Teil geht nach da, also praktisch was zugelassen ist als Ingredienzchen für irgendwas. Man müsste es halt eh speichern, von daher. Aber wir können damit. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Was können wir nochmal machen? Beispielsweise ein Emerald Fragment. Geil. Okay. Es geht sehr schnell und. Oh, es ist schön. Okay. Danke nochmal an den Kommentar. Ich hatte zuerst gedacht, okay,
brauchen wir eigentlich nicht. Also ich hatte es dann nicht gemacht, weil wir es nicht gebraucht hatten, aber... Ja. Ich vergesse immer, dass ich einen Soundmuffler habe und will immer nochmal klicken, ob der Block da ist. Und dann ist es doof. Aber schön, dass alles gelingt ist. Frage ist, komme ich an das Tutamen ran? Beziehungsweise, ich kann ja einfach mal irgendwas wegstellen. Beispiel I. Ne, Mensch. Emerald Fragments waren jetzt mit was? Lucrum irgendwo. Ach, Lucrum ist hier. Der hat das genommen. Kommt der da ran? Ist natürlich cool. Probier es nochmal. Ich habe schon wieder Shift richtig gemacht. Mann. Emerald Fragment. Ja. Kommt ran. Es ist noch nicht mal richtig in den Mirror reingegangen. Schön. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas brauchen, das hätten wir auch. Okay, das ist genial. Okay, das möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr missen. Wobei im neuen Soundcraft ist es ja sogar schon integriert. Da kann man diese Dinger ja machen. In dem 1.8er Soundcraft konnte man diese Dinger craften. Diese, die es gleich als Flüssigkeit aus den Jars gesaugt haben. Sodass man theoretisch sogar an einen... Yes, Arcane Alembic. Wie heißt das Ding? Doch, Arcane Alembic. Könnte man so ein Export-Interface-Ding dranpacken. Und dann hat es automatisch auf die Jars das sogar verteilt. Das heißt, man braucht diese Konstruktion hier, bräuchte man nicht mehr. Man macht das einfach über Funk, keine Ahnung. Neuerdings macht man das alles mit Funk. Sieht denn das eigentlich hier drin aus? Brauchen wir keine Ordnung, okay. Aber ich muss wirklich sagen, also... Ah, wir haben schon geiles Zeug geschafft. Es kamen jetzt auch noch ein paar Wünsche, was ich doch mal machen könnte. Vielleicht in der... nicht in der nächsten Staffel, sondern in den nächsten Folgen noch. Und zwar... eine Sache war zum Quantum Solar Panel, das wir nicht haben. Ich weiß nicht, wo du da ein Solarpanel siehst, aber haben wir nicht. Ist wahrscheinlich ein Mod, den wir jetzt nicht drauf haben. Und zwar, einmal gab es die Idee mit Elemental Fire Air, Wasser zu Kuchen zu machen. Hab das nicht ausprobiert, nur was ich mir die ganze Zeit denke, worauf ich halt keine Lust habe, was ich vielleicht in der Wüste ausprobieren könnte, bei dem Air steht halt mit dabei turns everything into a desert. That is almost like desert. Good enough. Ach, Dessert! Ich habe das zweite S nicht gelesen. Okay. Okay. Das klingt natürlich durchaus dann nicht Desert, sondern Dessert. Nachtisch. Ich bin dämlich. Es tut mir leid. Ich schäme mich schon selbst. Okay. Dann ist das sogar eine gute Idee, vielleicht doch irgendwie das umzusetzen, dass wir Kuchen kriegen. Frage ist nur, wo packen wir das Feuer hin? Wie kriegen wir das mit dem Feuer gut hin? Angeblich soll Wasser zu Kuchen werden. Ich weiß nur nicht, wie sich das Feuer verhält. Das müssten wir wirklich austesten. Dafür bräuchten wir noch das... ja, genau. Das Perichio bräuchten wir dann noch. Damit wir dann das wieder rückgängig machen könnten. Schade. Denn das ist wahrscheinlich das große Problem. Wir werden es wahrscheinlich dann erstmal rückgängig machen müssen, um zu gucken, was Sache ist. Wir haben kein Air mehr. Haben wir noch Air? Lux, Lucrum. Wir haben
Kein R. Wo ist denn Luft drin? Da. So, hier, da. Friss. Friss und stirb. So. Okay, Herz realisiert. Wunderbar. Okay, das haben wir. Weg. Das da noch. Wir haben kein Perditio mehr. Haben wir hier drin noch was? Tenebrae, Vegas. Ich gucke lieber erstmal nach. So, okay. Entschuldigung. Ich war gerade. Entschuldigung. So, Moment. Okay. Musste kurzer Cut sein. So. Das dürfte eigentlich das Problem hier beheben. Oder? Oder? Habe ich keinen Petitio-Jar angeschlossen? Habe ich echt keine? Moment. Ich sehe keine. Wo ist die Jar? Bin ich doof? Wir haben doch was irgendwie rausgesaugt. Das heißt, irgendwo muss ja eine leere Jar sein. Die nicht am System angeschlossen ist. Woher haben wir das Perditio? Hä? Moment. Ich fange das mal ganz kurz hier auf. Das muss mir jetzt mal einer. Moment. Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken. Hier drin ist wieder ein Skelett, ne? Wo kommen die immer her? Hi. Wo bist du jetzt gespawnt? Ganz hier hinten? Nein, ist nicht ausgeleuchtet. Aber ernsthaft, wo? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Wo kam das Viech her? Nicht das Vieh. Das Perditio, was wir am Anfang hatten. Das ist die Jar. Bin ich blind oder... Also es kann ja nicht hier drinnen stehen, weil es ja am Ende ankommt. Das heißt, da ist es nicht dabei. Hier ist es nicht. Das ist auch nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Wo kam das her? Wo habe ich das her? Hä? Ich begreif's nicht. Wo auch immer jetzt das Perditio herkam. Beziehungsweise warum wir keine Genre davon haben. So, okay. Everything into cake. Da bin ich mal gespannt. Ich mach mal zwei Wassereimer. Ich bin mir unsicher, ob das jetzt so klappen wird. Deswegen habe ich jetzt nochmal das andere Feuer dabei. Wir machen das auch mal in der Wüste da hinten, weil das ist fernab und da kriege ich es vielleicht noch unter Kontrolle, bevor sich zu sehr ausbreitet. Beziehungsweise wir machen einfach mal... Warum machen wir nicht einfach das da? So. Machen wir einfach das hier. So, machen wir es hier drüben. Für den allergrößten Notfall. Dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Ich habe halt keine Ahnung, wie dieses Feuer jetzt reagieren wird. So. Einen Block nehme ich mit. Okay. Dann einmal Wasserquelle. So. Let's go. Also es
scheint sich nicht auszubreiten. Es hieß, alles wird zum Dessert. Dessert ist noch nichts Dessert. Ich hole mal. Ich weiß nicht. Dirt. Sand. Also ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktionieren will. Im Buch stand nichts weiter, ne? Da stand nur everyone likes desert, right? Well, this fire, when loose on the world, turns everything into a desert. Dessert. That is almost like desert. Good enough. Wer ist die unendliche Wasserquelle schuld? Ich mach die mal weg. Wenn ich das Zeug reinschmeiße. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passieren will. Oder wie es funktionieren will. Falls jemand von euch eine Idee hat, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Weil nach dem Nachtisch sieht das mir nicht aus. Wir gucken mal. Folge ist eh zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen trotzdem wieder durcheinander war. Ich weiß nicht, wir haben die Essentia-Pump gemacht, wir haben die zwei Imbued Fire gemacht, wovon wir eins eingesetzt haben, was aber irgendwie nichts macht. Theoretisch kann ich das hier lassen. Es kann sich ja nicht nach unten verbreiten. Das ist der Vorteil. Ich darf es nicht auf... Ich habe keine Ahnung. Ich mag's Cobblestone nicht. Naja. Gut, ja, wie gesagt. Danke fürs Zuschauen erstmal. Ich muss hier nochmal ein bisschen testen. Wenn ich da Wasser hinsetze, geht's wahrscheinlich weg, ne? Ich teste das mal ganz kurz aus. Satz mit X. Das war wohl nix. Okay, mal gucken. Vielleicht hat ja noch irgendjemand eine Idee. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wieder Project Unstable, wieder auf normal und nicht auf hier diesen komischen Kitty-Schrei-Gedöns-Niveau. Ne? Auf jeden Fall 5120 Kuchen. Ich habe jetzt irgendwas Falsches, glaube ich, weggepackt, ne? Das habe ich jetzt weggepackt. Ich habe keine Ahnung. Nein! So. Mir fehlt irgendwie eine History. Also einen, ein Mod, der eine History einführt für ME-System. Dass man sieht praktisch so die letzten, keine Ahnung, 20 Aktionen, die man gemacht hat. Am ME-System. Das wäre schön, weil wenn man dann auch so sehen, was Shift klickt oder so, sein Inventar da reinpackt, dann weiß man wenigstens, was Sache ist. So, aber ich rede wieder zu lange. Wir machen jetzt hier Schluss. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und noch einen schönen Tag. Ja. Tschüss.